10 unheimliche Aussagen. Nummer 1. Ich besuchte gestern das Grab meines besten Freundes. Als ich nach Hause fuhr, sah ich ihn an der Straßenseite stehen. Nummer 2. Einmal passte ich auf ein kleines Mädchen auf. Sie setzte sich vor den Spiegel und sagte, "Sie kommen!" Der Spiegel zersplitterte. Nummer 3. Eines Nachts wachte ich auf und sah im Flur zwei Kinder, die Karten spielten. Nummer 4. Ich fuhr zum Haus meines Onkels und sah ihn am Fenster zu mir schauend. Er hatte sich vor 3 Jahren in diesem Haus erhängt. Als ich eines Tages nieste, wurde ich einige Sekunden später anonym angerufen. Der oder diejenige sagte Gesundheit zu mir und legte auf. Nummer 6. In einer Nacht träume ich, dass ich vom Teufel angegriffen werde. Als ich aufwachte, befanden sich Handabdrücke an meinem Hals. Nummer 7. Jemand klopfte an meiner Tür. Niemand war da. Einige Minuten später hörte ich Schritte und Kinderlachen im Obergeschoss meines Hauses. Nummer 8. An meinem Geburtstag bekam ich eine Voicemail von meinen Eltern, in der sie ein Lied für mich sang. Sie sind vor 5 Jahren verstorben. Nummer 9. Nach dem Tod meiner Schwester äscherten wir ihre Lieblingspuppe ein. Am nächsten Tag saß diese wieder auf ihrem Bett. Nummer 10. Heute Morgen wachte ich mit meinem Ehering auf, den ich vor einigen Jahren mit meinem Mann begrub. Ich beobachte dich. Ich bin überall und nirgendwo. Ich bin das Rascheln, wenn du abends im Wald vorbeigehst. Ich verstecke mich in dem Schatten der engen Gasse auf deinem Weg nach Hause. Ich bin der Ast, der nachts an deinem Fenster kratzt. Ich bin das Monster unter deinem Bett und in deinem Schrank. Ich beobachte dich. Ich bin der Schatten, den du im Spiegel siehst, wenn du Gruselgeschichten liest. Ich bin in deinen Gedanken. Ich bin ganz dicht bei dir und doch so fern. Ich bin überall und nirgendwo. Ich ernähre mich von deiner Angst. Ich beobachte dich. Ich bündle deine Angst und stoße in langsamen Abständen gegen deine geistige Mauer. Ich bringe sie langsam zu Fall. Ich mache dich paranoid. Ich spüre deine Angst. Ich werde durch deine wachsende Angst immer stärker. Ich beobachte dich. Ich breche dich. Ich lasse dich glauben, dass du wahnsinnig wirst. Ich bin deine Angst. Ich beobachte dich. Also, du da vor dem Computer, hab keine Angst. Ich raste so schnell wie ich konnte zum Krankenhaus. Ich sollte eigentlich nach Hause fahren, jedoch wurde ich zu einer Notaufnahme gerufen. Ich betrat den Raum, in welchen ich gerufen wurde, und keuchte wegen dem, was ich vor mir sah. In all den Jahren, in denen ich Brandopfern geholfen habe, habe ich niemals etwas gesehen, was auch nur ansatzweise an das herankam. Der Mann auf dem Bett hatte Verbrennungen, welche seinen gesamten Körper bedeckten. Seine Haut war rabenschwarz. Blut und Eiter suppten aus den Ritzen seines zerstörten Fleisches. Was die Situation jedoch noch weitaus schlimmer machte, war, dass er psychisch von den 2 größten männlichen Helfern beruhigt werden musste. "Lasst mich verfickt nochmal los!" schrie er. "Ich kann hier nicht bleiben! Er wird mich holen kommen!" Mein Gott, waren das etwa die Folgen eines geplanten Angriffs? "Doktor", begrüßte mich der erste Helfer. "Er gibt uns ständig falsche Angaben, wahrscheinlich durch sein Trauma. Es scheint so, als ob er denken würde, er sei tot." "Geburtstag 12. Juni 1972, Todestag 6. Januar 2014, brüllte der Patient. "Jetzt lasst mich gehen, er kommt!" Ich habe schon Leute komische Sachen sagen hören, wenn sie unter Schmerzen litten. Aber dieser Typ jagte mir einen Schauder über den Rücken. Irgendwas war gehörig falsch gelaufen.
Ich trat ein paar Schritte an ihn heran und schaute nach den Verbrennungen, die er erlitten hatte. Als ich das tat, fing es an, sich wie eine außerkörperliche Erfahrung anzufühlen. »Was bist du?« hörte ich mich selbst fragen. Er hörte auf, rumzuschreien und ging die Helfer anzukämpfen. Er drehte sich langsam zu mir, starrte direkt in meine Augen und sprach ruhig, »Mein Name lautet David John Cooper. Ich bin die erste Person, die aus der Hölle floh.« Ihr habt doch bestimmt schon mal von der weißen Frau gehört, oder? Es war eine junge, christliche Frau, die vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten in einem bayerischen Wald, genauer gesagt im Ebersberger Forst, gestorben sein soll. Ihre Leiche wurde damals nie gefunden und sie gilt bis heute als vermisst. Ich weiß es aber besser. Sie ist tot. Ich habe sie gesehen. Es ereignete sich vor ein paar Wochen, als ich im Internet nach neuen spannenden Creepypastas suchte, die mir mal wieder richtig Angst machen konnten. Nach ein paar Stunden vergeblichen Suchens traf ich auf eine ziemlich gute Horrorstory. Eine junge Frau, Anfang 20, soll in einer milden Sommernacht in ein Waldstück gefahren sein, um dort in einer kleinen weißen, alten Kirche ihren Gottesdienst abzuhalten. Die Eltern von ihr, bei denen sie wohnte und die auch die Vermisstenanzeige aufgegeben hatten, berichteten der Polizei, dass ihre Tochter gegen ca. 24 Uhr in einem weißen Gewand verschwand und nie wieder auftauchte. Sie war, wie gesagt, in ein Waldstück gefahren, um ihren Gottesdienst abzuhalten. Als sie fertig war, wollte sie die Straße überqueren, wobei sie von einem Auto erfasst wurde. Der Fahrer beging die Fahrerflucht. Sie starb noch an Ort und Stelle. Nun soll ihr ruheloser Geist nach Rache dürsten und, in der Hoffnung, ihren Mörder zu finden, jedes Auto anhalten, das an dieser Kirche vorbeikommt. Wenn ihr sie trefft und anhaltet, wird sie euch fragen, darf ich mitfahren? Nur ein kleines Stück? Wenn ihr sie mitfahren lasst, wird sie sich auf einen freien Platz setzen und in der nächsten Kurve spurlos verschwinden. Wenn ihr sie stehen lasst oder gar nicht erst anhaltet, dann wird sie in der nächsten Kurve plötzlich neben euch sitzen, euch ins Lenkrad fassen und dafür sorgen, dass ihr tödlich verunglückt. Ich habe das ausprobiert und muss sagen, nein, muss euch empfehlen, macht das bloß nicht. Da ich dies schreibe, könnt ihr davon ausgehen, dass ich sie hab mitfahren lassen. Hätte ich das nicht getan, wäre ich jetzt höchstwahrscheinlich tot. Diese Geisterfrau sucht nach ihrem Mörder. Aber sie ist nicht bösartig, das solltet ihr dabei bedenken. Ob ihr mir glaubt oder nicht, das ist noch eure Sache. Ich sage euch nur, was ich erlebt habe. Wenn ihr etwas anderes darüber denkt, dann testet das doch einfach selbst aus.